Ja, herzlich willkommen bei E-Commerce Vision. Mit einem kleinen Experiment heute. Zum einen wollen wir, ja, gibt es ein Video-Interview, beziehungsweise parallel wird es das auch als Podcast geben. Das Thema heute ist Social Media Monitoring. Gerade insbesondere im E-Commerce, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben als Gast heute den Peter Bernskötter bei uns und ja, am besten stellen sich doch einfach unseren Zuhörern, Zusehern vielleicht einfach selbst vor und dann gehen wir einfach ein bisschen tiefer in die Thematik rein. Ja, okay. Also ja, mein Name ist Peter Bernskötter. Ich bin der Gründer von BC Lab. Ich selbst habe einen PR-Hintergrund, war vorher PR-Berater und habe mich 2001 mit BC Lab selbstständig gemacht. Und wir machen seitdem Social Media Monitoring. Das hieß damals noch reines Monitoring, Online-Monitoring. Und es fand eben zu einer Zeit statt, als es noch keine Blogs gab, noch keinen Twitter, noch kein Facebook. Wir haben damals Mailinglisten gemonitort und hauptsächlich Foren und Newsgroups. Ja, und seit 2001, das sind jetzt 13 Jahre, machen wir das und entwickeln das ständig weiter und arbeiten für große Unternehmen aus verschiedensten Branchen, auch ganz international. Und unser Fokus liegt darauf, dass wir nicht reines Zahlenmonitoring machen, das heißt, dass wir nicht nur zählen, wie viel Buzz jetzt zum Beispiel zu einer Marke oder zu einem Produkt im Internet vorhanden ist, sondern dass wir auch Inhalte analysieren. Dass wir also konkret sagen, es geht im Internet, gibt es die und die Themen, über die gesprochen wird und dem Sentiment und so weiter. Und das analysieren wir inhaltlich für unsere Kunden und entwickeln daraus ganz unterschiedliche Tools, mit denen die Kunden dann arbeiten können und immer Bescheid wissen, was im Internet gesagt wird. Jetzt hatten Sie ja schon angedeutet, dass Sie auch, ich sage mal, Inhalte analysieren. Jetzt gerade mal auf dem Bereich E-Commerce. Was sind da spannende Inhalte, die man, ich sage jetzt mal, als normaler Shopbetreiber in sein Social Media Monitoring mit einbeziehen sollte? Ist es das Thema Wettbewerbsanalyse, also zu schauen, wie fungiert der Wettbewerb, wie stellt er sich da in den Social Media Kanälen, wie wird über ihn gesprochen, ob positiv, negativ, auch das kann man ja mittlerweile filtern. Was sind so die wichtigsten Punkte, die Sie einem Shopbetreiber empfehlen würden? Ja, also das Thema Monitoring ist natürlich für einen Shop-Betreiber extrem wichtig, weil er ja immer den direkten Kontakt zum Kunden hat und auch das Internet intensiv nutzt. Da gibt es meiner Ansicht nach gibt es da drei Bereiche, die wichtig sind. Das ist einmal das Thema Produktqualität, was gemonitort werden muss. Dann die Servicequalität ist ein typisches Thema. Wann kommt meine Lieferung an? Wie sieht es mit Retouren aus? Und warum kommt meine Lieferung jetzt zum Beispiel nicht an? Ein sehr großes Thema auch im Netz. Und das zweite Thema sind diese Metathemen, die rundherum um die Produkte auch stattfinden, wie zum Beispiel, wenn man jetzt Issues hat wie Verpackungen, Umweltschutz, Inhaltsstoffe, Wettbewerbsprodukte oder Wettbewerbe auch. Das sind diese drei Themen, die wichtig sind, die man im Auge halten muss und wo sich eben im Internet auch sehr, sehr viel tut. Wenn man das nicht beobachtet, da geht einem doch eine ganze Menge durch die Lappen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auf diesen Bereichen ein Monitoring ansetzt. Ja, das ist ja oft so, also auch aus Erfahrung und auch aus vielen Gesprächen mit Shopbetreibern, das macht ja noch längst nicht jeder. Also ich sag mal, die Großen machen es, das ist klar. Ich sag mal, die in der Ebene darunter machen es vielleicht auch noch, aber viele kleinere oder auch mittelgroße Shops machen es nicht. Ist es fahrlässig? Vielleicht fehlt das Know-how, auch die Daten zu analysieren und daraus entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. Und kann man sie dann rekrutieren oder sagen Sie, nee, das kann eigentlich jeder selber, der einigermaßen rational denken kann. Die Daten werden so aufbereitet, geliefert, dass man dann schon automatisch die richtigen Rückschlüsse ziehen kann. Ja, also es kommt natürlich sehr darauf an, wie groß überhaupt das Budget ist für einen Shopbetreiber. Ja, also wenn man einen kleinen Shop hat, dann bietet es sich natürlich an, dass man erstmal versucht, mit Bordmitteln oder auch mit kostenlosen Tools das Monitoring zu machen. Das geht ja auch.
Ist zwar halt ein bisschen zeitaufwendiger, aber durchaus auch, auf jeden Fall würdest du den Grundbedarf auf jeden Fall mal abdecken. Und je größer so ein Shop wird, je umfangreicher und je größer auch die Kundenzahl ist, desto größer wird natürlich auch der Bedarf, das zu professionalisieren. Desto größer muss natürlich auch das Budget sein, das man investiert, um vernünftiges Monitoring machen zu können. Okay. Und was sind so die wesentlichen Werkzeuge? Oder anders gefragt, wir hatten letztens auf einem Kongress, kam ein Online-Händler und sagte mir, ja, das Thema Social Media Monitoring ist für uns insofern nicht spannend. Da geht es zwar dann auch um das Thema Reputation, man kann ja mittlerweile positive von negativen Meldungen oder Inhalten ja trennen. Wie exakt sind diese Daten wirklich? Also gerade auch was das Thema Datenbezug oder Datenquellen anbelangt. Da gibt es ja, ich sag mal, Dienstleister, auf die man zurückgreifen kann, kann selbst das Monitoring machen, aber wie zuverlässig und wie aktuell sind solche Daten mittlerweile? Das ist ganz unterschiedlich, ne? Also bei den kostenlosen Tools ist es so, dass man sich da ja aus einer ganzen Reihe von Anbietern im Internet sozusagen so ein Potpourri zusammenstellen muss. Und die Qualität ist natürlich relativ ja, rudiment, also relativ schlecht. Aber wie gesagt, also wenn man jetzt gar nicht so einen riesen Traffic im Internet hat, dann reicht das oft aus, um eben auch selber zu sehen, was denn da los ist. Aber ganz generell muss man sagen, dass eben viele Tools, die es am Markt gibt, immer noch größte Schwierigkeiten haben, echt Sentiment richtig gut zu erkennen. Das haben wir selber auch mit unserem Tool, aber wir unterscheiden uns dadurch, dass wir eben konsequent auch immer mit Menschen arbeiten. Wir haben also immer Social Media Analysten da sitzen, die mit dem Tool sehr eng verzahnt sind. Und zum Beispiel die Sentiment-Analyse mit bewerten und auch dadurch die Qualität natürlich halten können. Ja, grundsätzlich, um auf Ihre Frage nochmal zu kommen, ist es eben wichtig, dass man das Ganze auch in einem realistischen Rahmen hält. Wenn man wenig Traffic hat, dann kommt man eben auch mit ganz einfachen Tools aus. Wenn man viel Traffic hat und viele Beschwerden auch oder viele Anfragen, dann muss man sich natürlich professionalisieren. Und je ausgefeilter die Tools sind, desto aufwendiger ist es natürlich auch und desto höher muss das Budget auch sein. Und auch desto aktueller kann man das auch sagen. Also das der aktuelle Klar, die das hat vorliegenden auch damit zu Daten. tun. Klar. Okay. Die Aktualität ist natürlich auch eine Kostenfrage letzten Endes, weil man ja Server- und Rechenkapazitäten zur Verfügung stellen muss, um überhaupt so ein Sentiment-Tool wirklich gut laufen zu lassen über eine große Datenmenge. Und was eben auch noch hinzukommt, ist die Manpower, die man einsetzt. Und ja, das sind halt auch die Kostentreiber. Was sind so die ersten Schritte, die ich mir überlegen muss als Online-Händler, wenn ich das Thema Social Monitoring oder Social Media Monitoring angehen will und professionalisieren will? Worauf muss ich achten? Was muss ich vielleicht vorbereiten? Das sind oft immer so diese Standardfragen. Ja, also wichtig ist erstmal, sich selber einen Überblick zu verschaffen darüber, was denn eigentlich im Netz so grob über mich gesprochen wird. Das einfach mit Google und mit einigen Suchmaschinen. Man guckt einfach mal alles durch im Netz. Das macht man selber, um sich selber ein eigenes Bild zu verschaffen und auch eine eigene Meinung sich bilden zu können über das, was draußen passiert. Und dann muss man sich darüber im Klaren sein, was sind denn meine Wettbewerber, was sind meine Probleme, die ich habe, wo hakt es am meisten, was muss denn überhaupt beobachtet werden. Wenn ich das weiß, dann kann ich darauf natürlich auch einen ganz klaren Briefing aufbauen, mit dem ich dann an Provider oder an Anbieter gehen kann. Okay. Das heißt, im Grunde genommen ist es ja dann letztendlich so, dass es schon wichtig ist, dass man sich im Vorfeld überlegen muss, was will ich eigentlich abfragen? Will ich Informationen über meine Zielgruppe haben, also über Meinungsbildner, Meinungsführer, wo finde ich die, wie kann ich die abbilden? Ich möchte wissen oder Informationen über Produkte, über Wettbewerber. Das sind so Dinge, die ich für mich natürlich als Online-Händler erstmal definieren muss und anhand dessen kann ich mir entweder kostenlose Tools oder aber Beratung oder
aufwendigere Tools suchen, mit denen ich das dann umsetzen kann. Ne? Ja, richtig. Also Okay. die Toolsuche ist definitiv eine Sache, die nicht einfach ist, Ja. wie ich schon auch gehört habe, weil es eben so viele ganz unterschiedliche Ansatzpunkte gibt von Tool-Anbietern. Also Ja. unser Ansatzpunkt ist ja dieser inhaltliche. Es gibt aber eben auch Tools, die nichts anderes machen, als aus Marketing-Sicht zum Beispiel Likes zu messen und Response-Quoten und so weiter. Das sind dann andere Ansätze und da muss man eben genau wissen, was will ich denn eigentlich wissen? Worauf kommt es mir an? Will ich jetzt zum Beispiel nur messen, wie schnell jetzt Fragen beantwortet werden oder möchte ich wirklich auch wissen, was sind das eigentlich für Fragen, die hauptsächlich kommen? Okay, das heißt, Da, ja. ja, nee. Das heißt, im Grunde genommen ist es ja so, dass Social Media Monitoring eigentlich jeder Online-Händler machen sollte, um, da geht es jetzt nicht nur um Facebook-Likes und wie dann entsprechend das Verhalten ist, sondern da geht es ja um viel, viel mehr. Und ich glaube, das ist so das größte Problem, was die meisten, ich sage jetzt mal, Shop-Betreiber haben, die sich bisher mit der Materie noch nicht beschäftigt haben oder sich vielleicht noch nicht so auskennen, dass sie mit Social Media Monitoring eigentlich immer nur eins verbinden, was passiert bei Facebook, Twitter und Co. Und das ist für mich sowieso nicht relevant, also kommt für mich Social Media Monitoring auch gar nicht in Frage. Ja, richtig. Also der typische Ansatz ist eben, dass man wirklich nur zählt, ich mache irgendeine Aktion, wie viele Reaktionen habe ich dann? Ja, Ja. das ist so der typische Ansatz. Aber viel wichtiger ist es aus meiner Sicht, dass man die Inhalte, dass man weiß, was interessiert die Leute, was machen die Wettbewerber, welche Probleme gibt es zum Beispiel auf einer viel weiteren Ebene, gibt es bei der Produktion von bestimmten Produkten, gibt es da irgendwelche Themen, die mich vielleicht tangieren könnten, wie zum Beispiel Kinderarbeit oder Inhaltsstoffe, giftige Inhaltsstoffe in Verpackungen etc. pp. Also Dinge, die auf den ersten Blick eigentlich nichts mit mir zu tun haben, aber die eben mein Geschäftsmodell doch ziemlich beeinflussen können, wenn so etwas aufkommt. Und das sind Dinge, die auch sehr wichtig sind, um so eine Kundenbeziehung und so ein Image für ein Unternehmen aufzubauen gegenüber den Verbrauchern, wenn man sich da positioniert und wenn man über diese Themen Bescheid weiß und ihnen sagen kann, okay, wir arbeiten nicht mit, was weiß ich, ökologisch, ja, mit Unternehmen zusammen, die ökologisch nicht korrekt handeln und so weiter. Also deswegen ist es natürlich aus Marketing-Sicht erstmal natürlich ein reiner Kostenfaktor, aber auf Dauer gesehen ist es schon ein wertvolles Tool, was man auf jeden Fall nutzen sollte in der Kommunikation, in der direkten Kommunikation mit dem Kunden. Und ist es denn jetzt, ich sage mal, für jede Branche einsetzbar? Also auch das ist immer wieder eine Frage, die auch an uns herangetreten wird. Ist Social Media Monitoring für jede Branche sinnvoll? Beispielsweise, was fällt mir ein? Arzneimittelbranche. Da gibt es natürlich Produkte, die sind nicht austauschbar, die haben keine Einzigartigkeit, weil ob ich irgendwo in der Versandapotheke mir Aspirin hole, ob in XY-Apotheke, ist eigentlich egal, es ist immer das gleiche Produkt. Ist es auch in so einer Branche, jetzt nur mal als Beispiel, aus Ihrer Sicht oder was Ihr Tipp, sinnvoll, Social Media Monitoring zu machen, aus den Gründen, die wir eben schon hatten, wie spricht man über den Shop als solches, über den Service, über Produkte ist relativ schwer, dann fällt halt ein Fokus raus. Aber ich sag mal, die anderen Themen wären ja trotzdem noch relevant. Oder sagen Sie, nee, es ist in der Tat dann so, es ist nicht für jede Branche, oder auf jede Branche projizierbar. Also jede Branche ist natürlich unterschiedlich, aber jetzt gerade wo Sie die Pharmabranche angesprochen haben, ist das natürlich da also absolut wichtig, dass man da ein Monitoring macht, weil es da um gesundheitliche Themen geht und auch um rechtliche Themen, also sprich Aussagen also Wirkversprechen, Aussagen über Wirkung von Arzneimitteln und so weiter, die sind natürlich ganz klar reguliert gesetzlich. Und da muss man auf jeden Fall gucken, gibt es da irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel Lieferanten oder Kunden auch, die sich beschweren oder die auch irgendwelche Sachen sagen, die sie nicht sagen dürfen. Und so, da ist auf jeden Fall auch
sehr wichtig, dass man Monitoring hat. Okay. Da gibt es andere Branchen, wo eigentlich, wo ein Monitoring eher wenig Sinn macht. Das sind dann absolute B2B-Branchen, die auch nicht im Internet stattfinden. Aber sobald es viele Kunden im Internet gibt, die auch darüber sprechen und sich darüber austauschen, das tun die Kunden, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man dann ein Monitoring dafür hat. Okay. Damit man nicht blind in irgendwelche Fallen abtappt oder aus der Presse erfährt, dass seit 2 Wochen es ein Riesenproblem gibt mit meinen Produkten. Ja, jetzt gibt es ja in vielen Bereichen auch, ich sag mal, sogenannte Kennzahlen. Was sind denn für Sie wichtige Kennzahlen in Bezug auf Social Media Monitoring? Also die man da Also für unbedingt, uns sind ja. die Kennzahlen natürlich, spielen sich in dem Bereich ab, auch aus dem Inhalt. Wie ist das Sentiment insgesamt und wie ist das Sentiment zu bestimmten Themen? Das sind so die klassischen Kennzahlen, die ich auch selber für sehr wichtig halte. Aber für die Kunden sind auch andere Dinge wichtig, wie zum Beispiel der Buzz. Wie oft werde ich im Vergleich zu meinen Wettbewerbern genannt? Mit welchen Themen werde ich in Verbindung gebracht? Mit welchen Themen werden meine Wettbewerber in Verbindung gebracht? Das sind alles, das sind so Kennzahlen, die wir typischerweise auch für unsere Kunden auswerten und in Monatsreports oder Wochenreports dann darstellen. Okay, das heißt also, Ihre Aufgabe ist es dann im Grunde genommen, das zu aggregieren und die Daten zu aggregieren und in einem zusammenfassenden Report quasi dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Ja, richtig. Okay, Genau. okay. Was sind denn so Tools, und vielleicht ist auch das nochmal eine ganz wichtige Frage, wenn man schon mal dabei ist, was sind Tools, die Sie empfehlen können, gerade wenn es ums professionelle Social Media Monitoring geht, also jetzt nicht die kostenlosen Tools, aber was sind Tools, die Sie vielleicht aus Erfahrung her empfehlen können? Also, die meiste Erfahrung habe ich natürlich mit unserem Tool. Okay. Ehrlich gesagt, mit Wettbewerbstools kenne ich mich nicht so gut aus. Ich Ja. weiß bloß, dass es da preislich natürlich Unterschiede gibt und was das Budget angeht. Aber was soll ich dazu sagen? Also ich Anders gefragt, ich bin formuliere die das. Frage anders. Was macht Ihr Tool anders als andere, sagen wir es mal so? Also wo ist da die Also, Uniqueness gerade drin? ja. Also der grundsätzliche Unterschied ist natürlich die Arbeitsweise, die wir haben. Wir arbeiten eben wir haben einmal die Software und die Social Media Analysten, was komplett verzahnt ist miteinander. Also die Software wird quasi von den Analysten permanent gesteuert, korrigiert und verbessert. Und Inhalte, die ein Softwareprogramm definitiv nicht erkennen kann, werden eben von den Analysten analysiert. Und die Stärke unseres Tools ist einmal eben, Inhalte zu erkennen überhaupt und auch bewerten zu können, korrekt. Und andererseits eben auch schwierige Suchbegriffe, ja, allgemeine Begriffe die schwer zu monitoren sind, dass wir da eben qualitativ sehr hochwertige Ergebnisse erzielen, dadurch, dass wir eben diese Mischung haben, einmal aus Software und aus menschlicher Intelligenz. Und ein Beispiel dafür sind ja, Begriffe wie, also so generische Begriffe wie zum Beispiel Nachnamen. Ja, wenn Sie zum Beispiel den Begriff Otto nehmen, das ist für ein Monitoring-Tool was besonders schwerer Begriff, weil es den sowohl im Motorenbereich gibt. Es gibt Otto-Motoren, es gibt Otto von Bismarck, es gibt Otto Waalkes, es gibt also das Wort Motto und wo das Otto Dritte und so, da gibt es eine riesige Palette an Fehltreffern, die man generieren kann, Ja. die aber rauszufiltern eben sehr schwer ist. Und das ist zum Beispiel auch eine Stärke von unserem Tool. Wir haben eben viele Kunden, die eben besonders schwierige und gemeine Suchbegriffe haben, wo normale Tools einfach scheitern. Ja, okay. Und was ist dann wirklich so die Datenbasis? Also, ich sag mal, wie schnell sind die Tools, wenn ich beispielsweise ein neues Produkt launche als Beispiel oder es kommt ein neues Produkt auf den Markt, da wird gerade drüber kommuniziert, das habe ich veröffentlicht. Wie schnell können Ergebnisse schon wirklich verifiziert werden und entsprechend in dem Tool dann eingesehen werden?
Also das ist ganz unterschiedlich, es kommt auf die Quelle drauf an. Also nehmen wir mal Twitter, das ist, geht in absolut Echtzeit. Okay. Wir haben wiederum Foren, also das ist das andere Extrem, sehr aufwendig sind zu monitoren und es da immer so einen Zeitversatz gibt. Aber der liegt so zwischen 1 und 2 Stunden bei unserem Tool Okay. maximal. Dazu kommt dann aber noch quasi die Qualifizierung der Treffer, das nimmt auch nochmal Zeit in Anspruch. Also wenn man jetzt sagt, wir haben bei Twitter einen absoluten Echtzeitzugang zu den Informationen, dann ist die Bewertung dieser einzelnen Treffer, die nimmt nochmal dann irgendwie einige Minuten in Anspruch. Dass man sagen kann, weil die schnellste Analyse dauert 1, 2 Minuten und es kann aber bis zu 2 Stunden dauern. Gibt es von der Wichtigkeit der einzelnen Social Media Kanäle Verschiebungen in den letzten Jahren, was die Wichtigkeit angeht? Oder ist das auch von Branche zu Branche, von Player zu Player unterschiedlich? Weil er ist natürlich klar nicht in allen Bereichen irgendwo aktiv, aber jetzt mal so allgemein gesehen, haben Sie Erfahrungswerte? Hat die Wichtigkeit von Facebook zugenommen? Hat sie tatsächlich abgenommen, was auch schon wieder kolportiert wird in den Medien, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, sondern ich sag mal, Themen wie Foren, Blogs, wie auch immer, nehmen immer mehr zu, aber die reinen Social Media Networks wie ein Twitter, wie ein Facebook, sind leicht rückläufig. Können Sie das bestätigen? Haben Sie andere Erfahrungen? Also das ist auch von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Also die verschiedenen Netzwerke werden unterschiedlich genutzt. Aber was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass Twitter natürlich das schnellste Medium ist und dadurch, dass eben wenig Zeichen auch sind und viel verlinkt wird, ist das sozusagen so ein Treibermedium, wo zwar nicht viele Inhalte kommen, aber wo die Inhalte halt weitergeleitet werden. Facebook hat ja, in letzter Zeit eigentlich abgenommen von der Bedeutung her aus unserer Sicht, weil die Diskussionen, die es auf Facebook gibt, eben schwieriger einzusehen sind. Das war früher anders. Früher hat man einen Shitstorm auf Facebook sofort erkannt. Das ist heutzutage ganz geschickt verschleiert worden von Facebook, indem einfach, wenn Sie jetzt so ein Posting haben, wo 5000 Kommentare dran hängen, dann sehen Sie nur die ersten 5 und davon auch nur die, die Facebook ausgewählt hat. Also nicht chronologisch, sondern die am meisten, die relevantesten. Das heißt, Sie können also so ein Posting gar nicht mehr optisch unterscheiden von einem Posting also normales Posting gar nicht optisch unterscheiden von einem Posting, was 5000 Kommentare hat. Das ist relativ ja, intransparent geworden. Das ist natürlich aus Unternehmenssicht, ja, die immer Angst vor Shitstorms haben, ist natürlich wunderbar. Aber von der Transparenz her eben nicht so eindeutig und hat von daher auch aus Monitoring-Sicht etwas an Brisanz verloren. Was aber nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, aus meiner Sicht, das sind die Foren. Foren sind ja ein uraltes Instrument und Wurden auch schon hundertmal sind hier. totgesagt, Ja, genau. ne? Und schon öfters tut, aber sind nach wie vor eben sehr wichtig. Und das ist natürlich in Deutschland auch besonders so. Aber da gibt es eben Communities, die sehr spezialisiert oft sind, die ein sehr hohes Know-how auch haben und wo wirklich auch Themen wirklich angeleiert werden und wo aus den Themen wirklich heraus entstehen. Also das ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man jetzt diesen Ansatzpunkt hat wie wir, diesen Krisenradar, wenn man kritische Themen frühzeitig erkennen will, dann findet man die oft in Foren. Das ist eben ein Thema, was eigentlich so ziemlich aus dem Blickfeld geraten ist, seitdem es Facebook gibt, aus unserer Sicht aber eben nach wie vor sehr wichtig ist. Nochmal bei dem Thema Facebook zu bleiben, ist es nicht auch dann eine Gefahr für ein Unternehmen, weil das gar nicht mehr so transparent ist, dass Shitstorms passieren, ohne dass man eigentlich davon mitbekommt? Weil eben diese Thematik besteht, dass man das gar nicht mehr so monitoren kann, wie man das früher kann. Ja, einerseits, klar, ist natürlich die Gefahr, besteht die Gefahr, dass man das gar nicht mitbekommt. Deshalb wir als Monitoring-Anbieter auch auf dem Plan sind und
und da unseren Service anbieten. Aber andererseits ist es eben auch von Vorteil, wenn ein Shitstorm gar nicht mehr wahrgenommen wird. Also wir haben da in letzter Zeit mehrere Shitstorms gemonitort auf Facebook gerade, die überhaupt nicht aus diesem Facebook-Account rausgekommen sind. Und das zeigt eben, dass das hat eben auch seinen Vorteil für Naja, Unternehmen oder okay. für den Betroffenen. Welchen Einfluss oder welchen Stellenwert hat denn YouTube in dem ganzen Spiel? Ja, YouTube ist auf jeden Fall auch wichtig, weil da eben auch viele Informationen und viele Bewegtbilder eben auch dargestellt werden. Aber was bei YouTube natürlich schwierig ist, dass es auch vom Monitoring her nicht leicht zu analysieren ist, weil wir nach wie vor eben die Sprache, also gesprochene Sprache und bewegtes Bild sehr schlecht analysieren können. Da hängt es eben sehr davon ab, wie ist dieser Film getaggt und welche Headline hat er, wie sind die Kommentare darunter und so weiter. Und die sind bei YouTube eben, ehrlich gesagt, oft relativ, ja, sind keine wirklich fundierten Nee, Kommentare, genau. sondern wirklich nur Wortfetzen, die da Ja, genau. gepostet werden. Also von daher, YouTube ist natürlich wichtig, um so eine Information, um bestimmte Themen auch zu unterstreichen und zu unterstützen. Aber viel wichtiger fürs Monitoring ist eben, sind Sachen wie Twitter, Facebook und so. Ja, aber ist das so? Weil ich stelle mir immer die Frage, YouTube ist ja, ich sag mal, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Es werden zigtausende oder hunderttausende, wie viel auch immer, neue Videos geschaffen, die auch sich zu, ich sag mal, Produkten, zu Unternehmen, wie auch immer, bewegen. Und das Problem ist ja genau, wie Sie sagten, eigentlich kann man das Monitoring, Stand heute ja, scheinbar nur über die Worte, also über das Tagging, über Kommentare, irgendwo nachvollziehbar machen. Ist die Technik noch nicht so weit, dass man auch, also Bilderkennung, klar, das gibt es schon, dass man sagt, okay, da werden irgendwo welche Logos irgendwie verwendet oder was auch immer, dass man nicht auch in die Inhalte der Videos reingehen muss, um wirklich auch gerade so einen wichtigen Kanal wie YouTube auch wirklich transparent für einen Kunden analysieren zu können? Ist die Technik da noch nicht so weit oder woran scheitert es? Ist es sehr ressourcenintensiv oder was sind so die Punkte oder ist das ein völlig falscher Ansatz, den ich gerade laut gedacht habe, ist YouTube gar nicht so wichtig, obwohl es so groß und mächtig geworden ist. Also, man muss ehrlich gesagt dazu sagen, dass die Technik noch nicht so weit ist. Wenn sie so weit wäre, würden wir das natürlich nutzen. Aber nach meiner Einschätzung ist sie kurz davor. Also, die Gesichtserkennung, die macht ja große Fortschritte, was ja schon mal aus technischer Sicht schon also ein Quantensprung ist. Und Spracherkennung gibt es auch. Also, das gibt es auch, das zusammenzuknüpfen, wird entwickelt und da sind ja auch werden ja unheimliche Ressourcen auch für in Anspruch genommen. Ich glaube, es ist kurz vorm Durchbruch und wird bald möglich sein. Also es gibt das auf jeden Fall schon, die Spracherkennung gibt es auf jeden Fall schon für TV- und Radiobeiträge. Das nutzen wir auch, bieten wir unseren Kunden auch an. Da werden eben bestimmte Keywords aus Talkshows und so weiter, aus Radiosendungen rausgeschnitten und erkannt und dann die Snippets davon sind in unserem System dann auch verfügbar. Das gibt es schon, aber diese Mischung aus Bild und Ton, die gibt es noch nicht. Das heißt, es ist wahrscheinlich der Next Step, dass diese beiden Dinge, wenn sie erstmal richtig gut laufen, weil Bilderkennung ist eben, wie gesagt, hängt da noch ein bisschen hinterher. Wenn die richtig gut laufen, dann wird man das verknüpfen und dann wird man auch die Videos inhaltlich analysieren können. Aber ich kann schwer einschätzen, wann das sozusagen sein wird, weil das ist schon oft angekündigt worden, aber bisher noch nicht perfekt. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, finde ich, ist das Thema Multichannel. Sie haben es eben schon gesagt, mal Radio und so weiter, TV, da geht das schon. Inwieweit können Ihre Daten oder Daten im Social Monitoring in das Thema Multichannel-Tracking
implementiert werden, wie können die bewertet werden, weil auch das ja im Grunde genommen ein Thema ist. Also es gibt ja das Thema Customer Journey in dem Zusammenhang, was immer eine wichtigere Rolle spielt. Wie kann da das Thema oder wie können da die Inhalte und Ergebnisse vom Social Monitoring Einfluss nehmen? Und wenn ja, wie läuft das von der Schnittstelle her? Wie können die Daten übergeben werden? Braucht man da ein eigenes Big Data Tool, um das machen zu können? Oder was sind so die Wege dahin und wie funktioniert das? Also die Customer Journey, die ist, wenn man die wirklich komplett zusammen haben möchte, diese 360 Grad, diese 360 Grad Ansatz, dann braucht man natürlich Daten auch aus dem Unternehmen heraus, also nicht nur vom Social Media, sondern auch aus dem Unternehmen heraus. Und die dann miteinander verknüpft, dann hat man diese Customer Journey natürlich zusammen. Ist aber sehr komplex und ist auch aus meiner Sicht so diese eierlegende Wollmilchsau, die nie wirklich, wirklich valide Ergebnisse liefern kann, aus denen man wirklich komplett auch echte Handlungsempfehlungen ableiten kann. Das ist oft das Problem. Also die können zwar viel, aber sind eben auch nicht richtig gut. Unser Ansatz ist eben, dass wir uns auf ein Thema spezialisieren und da richtig gut sind. Wir verknüpfen tatsächlich also online und offline miteinander. Also wir haben jetzt in unserem Tool, kann man sämtliche Online-Inhalte monitoren, man kann aber auch Radio, TV und Printmedien integrieren, die dann auch digital vorliegen und auch digital bewertet werden. Da hört es aber bei uns auf. Da könnte man natürlich noch, wenn man jetzt Schnittstellen nutzt und miteinander verknüpft, könnte man auch noch jetzt Kundendaten mit einbinden, also wie das jetzt zum Beispiel macht. Aber es ist nicht unser Ansatz, weil unser Ansatz eben wir kommen eben quasi von der inhaltlichen Ausrichtung und wollen wissen, was da gesagt wird und nicht wie verkauft wird in erster Linie. Ich glaube, spannend nochmal für unsere Leser und Zuhörer ist, glaube ich, das Thema, auch diese Verknüpfung, wie Sie schon sagten, mit Offline- und Online-Welt. Wie macht man das beispielsweise im Printbereich? Wie monitore ich da Inhalte? Da arbeiten wir mit einem Anbieter zusammen, mit einer Verlagsgesellschaft, einem Anbieter, der aus verschiedenen Verlagsgesellschaften gegründet wurde. Und die haben ein sehr großes Panel an Printmedien, an Tageszeitungen, Magazinen und so weiter. Und da erhalten wir die Printmedien quasi in digitaler Form und können die auch komplett integrieren in unser Tool. Das ist völlig. Ja, das ist ein sehr guter Service, der sehr umfassend ist und eben den Vorteil hat, dass man nicht PDFs mit Scans von Zeitungen hat, sondern wirklich die digitalisierten Texte vorliegen hat. Ja, Entschuldigung. Und beim Thema Radio und TV ist es eben auch so, dass wir da in der Lage sind, Informationssendungen, also Talkshows, Nachrichten, alles, was eben kein Spielfilm ist, sage ich mal, zu monitoren und im Radio ebenso. Okay. Eine letzte Frage, vielleicht eine ganz spannende Frage. Was sind aus Ihrer Sicht, wir hatten eben schon mal einen Teil mit dem Thema Videoerkennung, was sind so die ne Next Steps im Social Monitoring? Was wird kommen oder was wäre wünschenswert aus Ihrer Sicht als Experte? Was muss noch kommen, damit die Daten noch genauer werden, damit ich noch mehr Transparenz bekomme? Was sind so die Trends in dem Bereich für die nächsten 1 bis 3 Jahre vielleicht? Schwer zu sagen. Also wir sind natürlich permanent, kämpfen wir damit, überhaupt dem Internet zu folgen, also den ganzen neuen Entwicklungen. Und das hält einen schon ziemlich in Atem. Was Sie schon angesprochen hatten, als für die Next Steps sind eigentlich sind die Themen Bilderkennung und Spracherkennung, also sprich Videos auswerten zu können. Und dann kommt eben noch das ganze Thema Mobile dazu, wobei auch da eigentlich noch relativ unklar ist, wie sich die Sache entwickelt. So ein Trend für die nächsten 3 Jahre kann ich im Moment nicht vorhersagen. Das Internet sorgt einfach für zu viele Überraschungen. Facebook, das
gibt es eben auch seit so 4, 5 Jahren oder Ja. 6 Jahren. Davor gab es so etwas überhaupt nicht. So etwas besteht uns garantiert wieder Ja. bevor. Und ja, aber die großen Entwicklungen im Internet sind ja eigentlich das Internet of Things und das Internet, was die großen Big Data Geschichten sammelt, also sprich Google Nest und ja, das sind die großen Dinge, die allerdings mit dem Monitoring selber jetzt nur peripher zu tun haben. Ja, Sie haben es gerade noch ein Stichwort mir gegeben, das würde ich gerne noch mal kurz thematisieren. Und zwar ist das das Thema Mobile. Wie sieht es da aus aktuell? Was geht da schon? Was wird sich da vielleicht verändern oder was muss ich da tun? Ich Also glaube, das der. Thema Mobile ist natürlich insofern für das Monitoring etwas ausgeklammert, weil das ja wirklich kein öffentlicher Bereich oft ist. Also was wir im Thema Mobile und Monitoring haben lassen, sind die Location-Based Services, wo wir monitoren können, wenn sich jemand auf Foursquare irgendwo einloggt oder solche Geschichten. Aber viele andere Sachen sind eben tatsächlich sind nicht zugänglich für uns, was ja auch völlig okay ist, weil Privatsphäre ja auch geschützt sein muss. Und von daher ist das für das Monitoring nach wie vor das Wichtigste, die öffentlichen Bereiche zu analysieren, die es im Internet gibt, wo eben wirklich auch für die Öffentlichkeit gesprochen wird. Deswegen ist das Thema Mobile eher für Marketingaspekte sehr wichtig, aber aus dem Thema Monitoring und Kommunikation eher zweitrangig Okay. und eben auch nicht unbedingt zugänglich. Ja. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass es einfach nicht zugänglich ist, ne? Das ist, ich glaube, wenn man da irgendwie eine Kooperation mit Apple hinkriegen würde und das irgendwie in diese Daten reingucken könnte, wäre das natürlich sensationell für die Unternehmen selber, aber ich glaube, das wird nie passieren. Ja gut, es gibt ja Facebook zum Beispiel, die quasi die Online Geschichte ins Mobile transferieren. Das ist ja nach wie vor dann auch ersichtlich. Aber ja, das ist eigentlich der viel wichtigere Aspekt, dass eben Inhalte aus dem Web ins Smartphone transferiert werden, aber nach wie vor auch offen bleiben und die können ja auch monitort werden. Okay. Super. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Es war sehr interessant, sehr spannend. Ja, sollten Leser, Zuhörer Fragen haben, verlinken wir gerne auch auf Ihre Seite, dann können Sie sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen. Wunderbar, Ansonsten, je nachdem, wie sich das entwickelt, auch was Fragen uns angeht, können wir vielleicht einfach nochmal eine zweite Sendung machen. Das können wir dann individuell ja sehen. Ansonsten würde ich vorschlagen, bleiben wir einfach in Kontakt, sehen, wie sich die Social Media Welt verändert, das Monitoring verändert. Ich ja. glaube, zusammenfassend kann man schon sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist und aus meiner Sicht, auch aus Erfahrung, es viel zu wenig gelebt wird von E-Commerce-Unternehmen, von Online-Händlern. Die großen, klar, die sind mittlerweile alle an Bord, aber alles, was darunter ist, auch Nischen-Shops, empfinden das gar nicht als Notwendigkeit, weil sie sagen, nee, es hat auch immer ohne geklappt. Das ist so diese typische klassische konservative Art, wenn man mit alten Unternehmenspatriarchen spricht. Da heißt es dann auch immer, das hat ja früher auch ohne Internet geklappt. Ich glaube, genau so eine Denke ist das, so ein bisschen zumindest damit zu vergleichen. Und ich glaube, zusammenfassend kann man schon festhalten, wo der Appell ist, dass eigentlich jeder Online-Händler in irgendeiner Art und Weise Social Media Monitoring betreiben sollte, wenn es in irgendeinem Bereich nicht funktioniert. Oder nicht sinnvoll und relevant ist, gibt es, glaube ich, noch genug andere Reputationsmanagement, Wettbewerb und alles das, was wir eben auch kurz besprochen haben, damit man wirklich auch ein erfolgreiches Online-Business umsetzen kann. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes und angenehmes Wochenende. Ich bedanke mich und Danke. wünsche Ihnen das. Ja, okay. Gut.